Schlamper Paul sucht den Nikolaus. Mit Ordnung hatte Paul nicht viel am Hut. Umso erstaunter war Mama, als er am Abend vor dem Nikolaustag seine Stiefel blank polierte. »Hast du Fieber?«, fragte sie. »Nö«, grinste Mara und Jula. »Paul will beim Nikolaus nur Eindruck schinden.« »Blöde Ziegen«, brummelte Paul. »Es wäre eine gute Sache«, meinte Mama, »wenn du auf deinem Schreibtisch auch gleich Ordnung machest und deine Schultasche packst.« »Deinen Schrank kannst du auch gleich aufräumen«, rief Mara. »Da fällt einem ja alles entgegen, wenn man die Tür öffnet.« »Dann lass sie doch zu«, brummelte Paul. »Alter Schlamper«, Mama grinste. Am nächsten Morgen rannte Paul gleich zu seinen Stiefeln. Aber was war das? Leer waren sie. Paul schielte zu den Schuhen seiner Schwester. Die waren gefüllt mit den tollsten Nikolausgeschenken. Paul runzelte die Stirn. Hatte ihn der Nikolaus vergessen? »Ein schöner Schlamper ist der Nikolaus«, murmelte er. Traurig saß Paul am Frühstückstisch. Appetit hatte er keinen. »Magst du nichts essen, Paul?«, fragte Mama. »Hab keinen Hunger.« Paul senkte seinen Kopf über den Teller, damit keiner die Tränen sah. Und so sah er auch nicht, wie sich seine Eltern zuzwinkerten und wie sie grinsten. »Du bist doch sonst immer so hungrig«, meinte Papa. Und Mama mahnte, »Du musst los, Paul. Wo ist deine Tasche?« Die Tasche, die lag noch in Paules Zimmer, irgendwo in einer Ecke, ungepackt, wie immer. »Ich hol sie!« Mit schweren Schritten schlürfte Paul los. Wo aber lag die verflixte Tasche? Hinterm Schreibtisch oder unterm Bett. Paul suchte und suchte, doch die Tasche fand er nicht. Was für ein verflixter Tag. Nun würde er auch noch zu spät in die Schule kommen. Wo aber sollte er nachsehen? Als ihm nichts anderes mehr einfiel, öffnete er die Schranktür. Und plumps fielen ihm Pullis, Hosen, Anoraks, Sportschuhe, Tischtennisschläge, ein Cowboyhut, Spielsachen, zwei Schulbücher und noch mancherlei Zeugs, das in einem Kleiderschrank nun wirklich nichts zu suchen hatte, entgegen. Ganz hinten im Schrank aber stand seine Schultasche. Sie war gefüllt mit den allerschönsten Nikolauspäckchen, die man sich nur vorstellen konnte. Wie freute sich der Paul! »Es stimmt«, rief er, »der Nikolaus ist genauso ein Schlamper wie ich.« Dann machte er sich fröhlich und auch ein bisschen nachdenklich auf den Schulweg.